Ich finde diese Selbstverständlichkeit, mit der Sie sagen, da, wenn wir uns anschauen, wie der Reichtum in Deutschland verteilt ist, dann kann das nicht so bleiben. Ich habe da, wenn ich sowas höre, ehrlich gesagt ein Störgefühl, weil ich denke, also abgesehen davon, dass sowieso schon viel umverteilt wird bei uns, ist es doch so, dass man irgendwie auch nicht vergessen darf, dass wir ein marktwirtschaftliches System haben und keine Planwirtschaft. Ich habe so letzte Woche mit einer Pflegekraft gesprochen, die ist gerade in Rente gegangen. Und die hat mir gesagt, weißt du was, ich habe 45 Jahre in der Altenpflege gearbeitet. Im Nachtdienst, im Schichtdienst, harte körperliche Arbeit. Jetzt bin ich in Rente gegangen. Und dann sagt sie mir, von meiner Rente könnte ich mir einen Platz in einer Pflegeeinrichtung nicht leisten. Nach 45 Jahren Arbeit in der Pflege. Und da sage ich Ihnen, da habe ich ein Störgefühl. Ich habe ein Störgefühl, wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht.